Hey Leute, willkommen zurück zu einer heiteren weiteren Folge. Und ich fackel nicht lange, wir gehen direkt auf Reisen, würde ich sagen. Haben wir alles notwendig? Ich nehme hier nochmal so ein, zwei Rationen mit. Und für alle Fälle... warte. Hey, wo ist denn jetzt... Hä? Wir hätten doch hier irgendwo mal eine Druckflasche. Eine Sauerstoffflasche. Egal. Ist mir egal. So, was denn? Abkühlen. Ja, wir springen gleich ins Wasser. Ich hätte gerne eine Kokosflasche. Wenn ich ehrlich bin. Nee, dann ernst? Wir brauchen dafür eine komplette Kokosnuss? Wieso geht da keine schon geschälte? Hä? Oh, was ist denn hier los? Warum haben wir denn so viele Seile am Mann? Ach Leute, was soll das denn? Ihr könnt euch ja schon mal aussuchen, zu welcher Insel wir jetzt fahren. Wenn ihr nichts sagt, dann suche ich mir einfach eine aus. So... Dann tun wir jetzt hier das Gelumpe rein. Zack, zack, zack. Alles rein da. Hier, du hau die Scheiße rein hier. Aus den Augen, aus dem Sinn. Kokosnuss kann weg. Die Hämmer können weg. Ja. Dum, 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 warte mal. Die brauchen wir eigentlich gar nicht. Das lasse ich erstmal hier. Wir werden eh nochmal wiederkommen. Gut. Seid ihr durch? Ja, wunderbar. Dann löschen wir das Feuer. Die Kokosflasche. Wollte ich machen, stimmt. Oh, jetzt habe ich die Seile abgelegt. Ach Leute, warum sagt er denn nichts? Lässt mich hier einfach... Oh, Entschuldigung. Oh, da habe ich gerade irgendwas verschluckt. Ich hoffe, kein Vieh. So. So, so, so. Dann gehen wir mal. Kokosflasche. So, wir sind soweit fit, oder? Oh, nee, wieder. Hä? Wie schnell geht denn das hier? Geht der Sonne unter oder auf? Nein, du sollst trinken, nicht in die Flasche füllen. Du hast doch Durst. So, ja komm, der Rest, das reicht jetzt. Wobei, warten wir noch die Nacht ab? Ah, wir haben da hinten ja auch ein Shelter, ne? Wir segeln erstmal nach da hinten. So. Und, oh, das war ein bisschen zu schnell. Und hopp. Wow. Och du, ich habe gerade überlegt, da tauchen zu gehen. Dann kam der hier um die Ecke. Nee, lass mal. Nee, kannst ja alleine schwimmen. Ich habe keinen Bock auf dich. Vorletzte Folge hat mir gereicht. Ja, ja, komm du mit deiner Heimmusik. Ganz aber toll. Was ist das für ein Lied? Was ist das für ein Instrument, was gerade spielt? Ein Klavier? Was ist das für ein Instrument, was gerade spielt? Was auch immer du da spielst, das kannst aber toll. Ja. Ist aber bedrohlich. Jetzt habe ich aber Angst. Oh. Ja, pass mal auf, ne? Dass ich dich nicht irgendwann noch fange. Und dann wirst du mein persönlicher Hammer. Ja, hat er Respekt gehabt. Hat er Schiss gehabt jetzt. Wie jetzt? Kommt da wieder? Ist das das neue Hai jetzt? Ach, Leute. Das meint er doch nicht ernst hier mit mir, oder? Ich sehe die nicht mal. Das Wasser ist gerade so undurchsichtig. Hm, naja. Zum Thema, das wollte ich eigentlich letzte Folge sagen, habe ich die Zeit gesehen, dachte mir so... ich wollte sagen, zum Thema... North...
Sentinel Island. Also diesen Ureinwohnern, die da ja Ewigkeiten da in ihrem Stämmen da wohnen und auf irgendeinem Grad dann irgendwann Inzest betreiben. Je nachdem, wie groß der Stamm ist, weiß man ja nicht, ne? Da wurden ja auch Stämme im Regenwald gefunden. Ich weiß gar nicht, wo jetzt genau. Sagen wir einfach im Regenwald. Ja, wurden Stämme gefunden. Die auch jeher keinen Kontakt zur Außenwelt hatten. Die haben da im Regenwald gelebt und haben da ihr Stuff gemacht und hatten dann Krieg mit den anderen Stämmen, die da leben. Und wir kriegen davon nichts mit, ne? Die haben da ihre eigenen Sorgen, eigene Probleme gehabt und wir kriegen davon nichts mit. Und die haben von all unseren Problemen, vom Zweiten Weltkrieg, vom Ersten Weltkrieg, haben die auch nichts mitgekriegt, ne? Die hatten ganz ihre eigenen Probleme. Ist doch irgendwie interessant. So, wir kommen pünktlich an, dann können wir schlafen gehen. So, wo ist der Shelter? Wo war der Shelter? Habe ich mir hier kein Shelter... Ich habe mir hier ein Shelter gebaut. Alles andere wäre doch... Ich bin hier hingefahren, weil ich dachte, hier steht ein Shelter. Dass wir unterwegs mal eben pennen können. Es ist hier keiner. Und ich habe keine Taschenlampe dabei. Ah doch, oh Gott sei Dank. Gute Nacht. Was ein Ausblick. Irgendwie schön. So wach zu werden, oder? Wäre jetzt noch das Hotel um der Ecke, wäre es umso besser. Na gut. Dann segeln wir mal weiter. Und hopp. Ich lasse es mal kurz treiben. Den Kompass habe ich dabei, ja. Ja, treiben, ja toll. Nein, halt, wo willst du hin? So, einmal drehen. So. Ja, das hat es ja jetzt gebracht. Und zack. Und zack. Und hoch mit dir. Und dann würde ich sagen, segeln wir mal zu der großen Insel. Dann haben wir die noch im Blick. Oder zu... Nee, ich will zu der da. Die sieht irgendwie interessanter aus. Ich will zu der. Nach Süden also. Okay. Auf geht's! Auf ein neues Abenteuer, zu neuen Ufern, zu neuen Schätzen. Und vielleicht finden wir mit etwas Glück ein Fernglas. Dann können wir nämlich in die Ferne glasen. Das wäre doch auch mal nett. Fehlt mir tatsächlich das Fernglas. So stellen wir die Insel auch an? Ja, okay. Falls man das gehört hat, das war mein Kater, der sitzt neben mir. Starrt mich an und will sein Essen. Dass er aber erst in einer Stunde kriegt. Ja, erst in einer Stunde. Der hat feste Zeiten, weil der kann sein Essen nicht einteilen. Dann frisst er immer alles auf einmal und dann kotzt er und dann hat er wieder Hunger. Ja. Aber das mit den Zeiten hat er manchmal nicht drauf. Aber keine Sorge, er kriegt genug. Und gutes Futter auch noch. Da bin ich ja eine Zeit lang drauf reingefallen. Das war ziemlich zu Anfang, wo ich ihn hatte. Da habe ich ihn immer hier teures, oder nicht teuer ist es ja nicht, aber immer gutes KitKat und Whiskas gekauft. Und Felix und so, ne? Weil man fällt ja auf die Werbung rein und denkt sich so, oh ja, das ist so richtig gutes Essen. Da ist der irgendwann aufgegangen wie so ein Hefekloß, mein Kater. Und dann habe ich mal geschaut und diesen Produkten, da ist ja gar kein Fleisch drin. Das ist vielleicht 1-2% Fleisch. Wenn du Glück hast, 6. Der Rest ist Weizen. Vielleicht sogar Zucker teilweise, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Muss man mal hinten gucken. Also wenn ihr Tierfutter kauft, Katzenfutter, Hundefutter, was auch immer, guckt mal hinten drauf, wie viel Prozent Fleisch wirklich drin ist. Da werdet ihr erschrecken. Da sind die Discounter-Produkte teilweise sogar besser als die Markenprodukte von Whiskas und das habe ich gesehen. Ja, Rambo, ne? Also, falls man den hört, ich... Ja, Rambo, da hast du recht, ne, Rambo? Da hast du recht.
Mit dem aktuellen Essen bist du ja sehr zufrieden. So, wir haben neue Wracks, sehe ich schon. Wunderbar. Und wir werden wahrscheinlich auf ein Wildschwein stoßen. Mal gucken. Wir sind hinten ganz schön tiefer gelegt. Kann das sein, wegen den Kisten oder was? Ich frage mich, ob man den in der Aufnahme hört. Das Mikrofon ist ja komischerweise ja so eingestellt, dass man alles andere hört, was im Hintergrund passiert, bis auf mich. Ja. Das ist alles an. Da war doch gerade ein Hai. Alles andere ist immer super laut. Im PC und alles. Das muss ich alles rausfiltern im Nachhinein immer. Ja, wusste ich's. Du! Ich hab dich ganz vergessen. Hi! Kleiner Walhai. Wie geht's dir, Mann? Alles fit? Nee, ist ein richtiger Hai, ne? Ist das. Nee, ist ein richtiger Hai. Ist nicht der coole Walhai. Nö, dann geh mal weg. Hau mal ab. Hau mal ab. Dankeschön. So, wir sind da. Auf neuen Gefilden. Und ich rüste direkt eine Waffe aus. Boah, warte mal. Mit einer Waffe in der Hand kann ich das bloß nicht ziehen. Was ist da? Was ist denn da? Bei so großen Inseln müssen wir aufpassen, denn da sehe ich schon. Ein wildes Schwein. Es hat uns entdeckt. So, wie weit kommst du ins Wasser? Nicht mal annähernd. Nicht mal annähernd. Ja, dann komm mal her. Oh, ich vermisse die Druckluftpistole. Komm her. Na komm. Na komm her. Aua. Aua. Hey. Nö. Nö, nö, nö. Bleib mal weg. Danke. Ist das Bretter oder Wellbleche? Wellbleche. Hä, warum haben wir wieder so Hunger? Alter, das gibt's nicht. Das macht das Kämpfen. Das macht einfach hungrig. So. Eine Krabbe haben wir hier auch. Die sind ja kein Problem. Die kriegen wir ja schnell gekillt. So, ich schaue mir erstmal das dort hinten an. Die blaue Plane lasse ich mal liegen. Weil die blauen Planen, die finden wir eigentlich sehr häufig. Und brauchen wir... Oh, eine Schildkröte. Hi, na? Oh, dich kann man nicht töten. Schade. Dum, 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 dum. Eine Kiste. Das ist spitze. Mit zwei Brettern. Das finde ich nett. Dich nehme ich mit. Aber erst am Schluss. Die können wir benutzen für ein Fundament. So, was haben wir denn hier Feines? Mhm. Oh, eine Tür. Oh, cool. So, hier haben wir nichts. Noch eine Kiste. Wow, wow, wow. Ich sehe Druckluftflaschen. Lass ich mal drinne, lass ich mal drinne. Lass ich mal drinne. So, das war's. Oh, Alter. Ihr könnt Fundamente bauen. Vorher muss ich die Insel aber safen. Hm, ich weiß auch schon wie. Den Bogen haben wir ja leider auf unserer Anfangsinsel gelassen. Bevor ich nämlich hier etwas baue, will ich die Gefahr hier beseitigen. Den kann man nicht beseitigen. Auch wenn ich gerne würde. Du bist so widerlich einfach. Wie kann man so aussehen als Lebewesen? Der hat nicht mal Augen. Voll nett hier. Oder? Ob hier schon mal jemand war außer uns? Guck mal, hier kann man hoch sogar. Alter, cool. Ich bin der König der Welt. Das war's. Geh wieder runter. Wie komme ich denn hier am besten runter? Hier. Ich will mir ja nichts brechen. So. Aha. Aha. Da haben wir auch noch ein Floß. Ein Wrack, meine ich. Hier ist soweit nichts. Nö.
Wo ist das blöde Schwein? Achso, nee. Ich dachte, das hier wäre ein Shelter. Dachte ich mir, oh, cool, ein Shelter. Aber nee, das ist einfach nur. Das ist einfach nur Blech. Einfach nur Müll, dass hier mal angespült wurde. Hey, du. Wo ist denn dein Kumpelschwein? Mann. komm mal her. Ich möchte dich hauen. Ja, genau so. Nein. Ich habe Angst vorm Schwein. Aua, du triffst mich ja. Au. Hä? Auf zu fliegen. Ich dachte, das Thema hätten wir hinter uns. Wo ist mein Floß? Hm. Ansonsten ist hier nichts, ne? Nö, sieht nicht danach aus. Nö. Whoa! Lauf, 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 lauf! Oh Gott! Oh Gott! Der wollte gerade nicht rennen. Alter! Hier, frisst das! Lass mich in Ruhe! Alter, wir müssen den töten jetzt, ne? Es führt keinen Weg drumherum. Der will unser Floß. Der will unser Floß kentern. Hör mal auf damit. Alter, der rennt hier auch so unberechenbar um die Ecken, ne? Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Alter, halt dich. Alter, du bist so ein Arschloch. Komm her, komm. Wie, jetzt haut er ab? Was ist das denn? Jetzt haut er ab. Alter, ich hasse den jetzt schon. Der hat uns zweimal angegriffen und haut einfach ab. Komm her. Hör auf, so unberechenbar zu laufen. Mach richtig. Alter. Ich will mal das Schwert wieder haben. So. Aua, was? Aua, hey! Alter, was bist du denn für ein Arsch? Alter. So. Die hat uns voll mitgegeben. Die hat voll wehgetan. Alter. Neues Piercing. Steht dir gut. Willst du noch eins? Komm, du willst noch ein Piercing. Immer schön das im Auge behalten. Oh, jetzt zwei kleine Babys. Aua. Ach, scheiße. Nein, lauf doch. Du hast angefangen. Du hast uns zuerst angegriffen. Würdest du uns in Ruhe lassen, würde ich hier diese ganze Scheiße nicht machen. Hör auf damit jetzt. Bleibst du hier. Was habe ich denn noch so? Zum Werfen nichts mehr. Warte mal. Der Sack, ne? Der kann was erleben. Der kann was erleben. Wo? Wo ist die Schlange? Mann, hier ist der voll gefährlich. Oh, weitere Bretter, sehr schön. Hä? Als ob ich die nicht getroffen habe. Nö, habe ich nicht. Alter, wo ist die blöde Schlange? Hör auf, da. Was machst du denn hier? Nein. Oh Mann, oh. Sie sind zurück. Die fliegende Wildschweine. Ich fass es nicht. Oh, das war ja lame. Alter, kannst du mal die Klappe halten, du blöde Schlange? Die lebt ja immer noch. Bleib mal hier, ich brauche meinen Speer. Mann, die ganze Tierwelt hat sich gegen mich verschworen. Hau ab jetzt. Ich bin nicht mehr so fit. Wow, da war nur ein Schluck drinne. Gib mal meinen Speer wieder.
Wo ist das Schwein? Da. Mann, ich will doch mal... Mann, oh Leute. Jetzt haut die Schlange mit meinem Speer ab. Du bist doch scheiße. Na komm. Ich habe keine Stöcker mehr. Alter, Alter. Diese Schweine, ne? Ich werde mir eine Waffe bauen. Ich werde mit dem nächsten Bogen bauen. Das müsste erstmal reichen dann. So, die Schlange sollte aber keine Gefahr mehr sein. Wir müssen die halt sehen können. Mit dem, Oh, Rambo, hör auf, mich zu erschrecken. Oh, Tiere können manchmal anstrengend sein, ne? Da bin ich voll erschrocken, weil der jetzt pissig ist, weil er sein Essen nicht kriegt. Weil er sein Essen erst in einer Dreiviertelstunde kriegt, so wie jeden Tag. So. Steine sind hier gar nicht, ne? Aber Stöcker immerhin. Ich habe gehofft, dass wir... Ich muss echt aufpassen jetzt, weil wir sind echt am Limit. Ich habe gehofft, dass ich mit Steinen einen verbesserten Speer bauen kann. Aber hier sind ja nirgendwo welche. Hier ist nichts. Nur Felsen, aber keine Steine. Und Bretter. Ist das ein Stein? Nö, nur Felsen. Da, ein Stein. Ja, Mensch. Wie ging denn ein verbesserter Speer? Was, wir sind voll? Womit sind wir denn voll? Hm. Naja. Nee. So vielleicht? Nee. Wie geht ein verfeinerter Speer, hä? Hallo? Wir brauchen so ein Lederzeug, oder? Nee. Da muss das Tier leider Qualen erleiden. Wo ist das Wildschwein? Ich bewege mich mal langsam zum Boot und zur Nahrungsmittelration. Mit Vorsicht. Weil die Insel ist ja wirklich eine Todesfalle mit Wildschweinen und Riesenkrabben und Schlangen. Und giftigen Seesternen, davon auch nicht vergessen. Und Kleinkrabben, die mir alle Zehen abkneifen, wenn sie können. So. Okay. Hier. Mann, warte mal, ich muss mal was ablegen. Hier, das können wir ablegen. Die legen wir auch erstmal ab. Und dann, müssten wir anfangen. Ja, wir heilen jetzt. Gut, Wildschwein. Hä? Wie lame war das denn? Wie schlecht war das denn geworfen? Ich habe doch voll nach oben gezielt. Wo ist der Speer? Da. Oh, endlich! Nein, nein, hör auf! Was machst du? Die Speere her. Das sind alles meine. Du hast gar keinen Anspruch auf die. Hast du noch irgendwo einstecken? Nein? Okay. Dann glaube ich dir das mal. Komm mit. Du warst ein würdiger Gegner. Aber ich war der Stärkere von uns beiden. Denn ich hab die... Wow. Ich hab die Macht... die Physik außer Kraft zu setzen. Hast du das nun verstanden? Gut, du bist nicht der Einzige, der hier die Physik außer Kraft setzen kann. Ich kann das genauso gut. Oha, das habe ich noch nie gesehen. Ein Wildschwein auf dem Kopf? Normalerweise drehen die sich ja immer richtig. Ja, apropos richtig drehen. Jetzt haben wir hier ein Problem.
Manu, das läuft doch alles. Was jetzt? Nee. Alter. Scheiße. Da haben wir hier irgendwo eine Pipi-Pflanze. Sicher, sicher. Speer auf der Hand. Alter Mann, wir sehen auch so nicht so gut aus. Jetzt dunkel wird's auch noch. Ich wollte auch einfach nur... ich tue auch noch... Alter, ich bin vergiftet, du Arschloch. Sag, Alter, du komm her, los, stirb! So, Entschuldigung. Alter. Wo haben wir hier eine Pipi-Pflanze? Ich hole gleich die Taschenlampe raus. Ist mir zu dunkel hier. Hallo? Als ob hier keine Pipi-Pflanze ist. Alter. Hier ist einfach gar nichts. Ich bin jetzt maximal gestresst hier. Ich wollte doch einfach nur... Ich wollte doch einfach nur in Stranded Deep entspannen. Nein, du bist keine Pipi-Pflanze. Du bist ein Ayuga oder wie auch immer. Keine Ahnung. Warte mal, wir holen mal kurz die Taschenlampe. Und ich hab... Rambo nicht. Geh weg. Sorry, ey. Aber der ist gerade echt... Oh, wenn man mal aufnehmen möchte. Nein, keine Schlange jetzt auch noch. Es kommt hier alles zusammen. So. Achso, nee, warte mal. Wir haben die Taschenlampe ja hier mit dabei. So. Da. Pipi-Pflanze, wo haben wir dich? Hier ist keine. Da ist keine. Da ist keine. Hier ist auch keine. Und hier wächst die auch nicht. Scheiße. Und wir sind wieder drüber. Das heißt, die Folge ist vorbei und wir sehen uns nächstes Mal. Scheiße. Ja, mal gucken. Vielleicht. Mal gucken. Ja, nächste Folge. Ja. Kann ja nur was werden. Toll. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.